Kann ich da nochmal reinfahren? Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Ach komm schon. Ah, eine Gabel. Okay. Okay. Na, holla. Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Hä? Ja! Zwei grüne Socken. Na, 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 na. So. Ja. Socken. Check, würde ich jetzt sagen. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Proviant? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Seitenschneider? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Ah, okay. Das hatte der überhaupt auf der Liste verloren. Ich hab jetzt gedacht, er schmeißt... Jetzt passt es. Ich hab gedacht, er schmeißt jetzt ab. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ein Schraubenschlüssel. Also wir gehen erstmal auf Sammeltour. Das ist was... Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Hallo, Wenzel. Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen nope, vom Organon. Aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hab. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Du arbeitest doch. Super. So, nebenbei mal was trinken. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Ja. Okay. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber. Aber. Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Ja. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar, habe ich daran gedacht. Aber
Wo ist dann das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ein Nichts. Noch was? Ja. Ja, das. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber. Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Ja, ich glaube, Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Irgendwie mag ich den nicht. Kein Problem. Wieso? Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. In Tonis Haus. Aha. Ach, guck an, jetzt geht das. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ich hab auch einen Schlüssel. Einen Schraubenschlüssel. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay. Geht also nicht. Hätte ja klappen können. Was können wir denn hier so machen? So, und wohin jetzt damit? Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ja, da rein vielleicht irgendwie. Da ist kein Platz. Ach so. Nein. Wieso ist da kein Platz? Mach mal die Kapseltür auf. Ein Sitz. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, nee, ist klar. Und jetzt der Koffer? Da ist kein Platz. Was? Da ist doch jetzt Platz. Da ist kein Platz. Aber da. Da ist kein Platz. Aber. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Ernsthaft jetzt. Okay, Schiene. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ja, habe ich doch. Hier den Koffer. Da ist kein Platz. Will er nicht. Okay. Ah, guck mal. So, und nun? Der Koffer da rein. Na, geht doch. Und die Batterie als Sitz. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ah, du kannst doch stehen. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ja, und? Moment!
Dafür reicht das Kabel nicht. Ach, Mann. Da passt sie wohl nicht hin. Ja, merke ich auch, dass sie da nicht hinpasst. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ah, du kannst doch stehen. Jetzt muss ich mal was gucken mit der Leertaste. Das haben wir ausprobiert. Ah, Mann. Okay. Wir lassen sie mal stehen und gucken mal an die Harpune. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ja, dann mach die Tür mal zu. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Doch so lange, ja? Montag. Okay, ja, Kapseltür. Was mache ich denn jetzt mit der Batterie? Da passt sie wohl nicht hin. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo... Der ist jetzt wohl überflüssig. Hä? Lieber nicht. Moment mal, ich habe einen Sitz. Der ist jetzt wohl überflüssig. Warum? Der ist jetzt wohl überflüssig. Ja, wenn ich den... Der ist jetzt wohl überflüssig. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Kann ich die nicht mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Aber ich habe noch einen Spaß. Warum habe ich immer noch das... Das könnte nützlich werden. Ja, wo denn? Das könnte nützlich werden. Ja, wo denn? Das könnte nützlich werden. Ja. Habe ich auch verstanden. Moment mal. Nicht anzünden. Ich sollte die Harpune erstmal kalibrieren. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Also fehlt uns irgendwas. Was zum Sitzen. Und eine Batterie muss reinpassen. Okay. Gut. Ja. In Tonis Zimmer kann ich nicht. Klositz geht auch nicht. Moment, ich kann doch jetzt... Ah, ja. Ja, ich kann doch jetzt hier lang gehen, genau. Autsch, heiß! Was ist das? Eine Klingel, okay. Ein Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Ich habe meinen Sitz gefunden und da passt auch eine Batterie rein. Okay, aber ich würde jetzt mal gern mit dem da quatschen. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja.
Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Oh Mann. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Okay. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Nö, das kriegen wir hin. Sicher. Oh. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Entschuldigung. Da habe ich ihn irgendwie weggeklickt. So. Gehen wir zur Kapsel zurück. Da kocht noch das Wässerchen. Ach, der Wenzel. Der gute Wenzel. Ha, passt. Ja, Mann. Ja? Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Okay. Also. Okay. Rechts, links oben ist blockiert. Okay. So? Aha, so? Nein! Ja, Mann! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Ich bin schon gut, stell ich fest. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren.
Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Oh, hi. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Alter. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ja, nett. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Ja, klar. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Oh, die hat's aber faustdick hinter den Ohren, Fräulein. Du, kann ich dir... Nee, kann ich nicht. Schade, ich hab gedacht, ich könnte dir so voll eine mitgeben. Ich gehe fort, für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Du hörst von meinem Anwalt oder von meiner Putzfrau. Arrivederci. Sieh zu. Ja, machen wir mal, ne? Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Und tschüss, das war's mit Deponia, glaube ich. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen-Babelschussen... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Päuschen und speichern. Ja, genau. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. So, speichern, ne? Speichern. Speichern. Bitte speichern. Jo, gespeichert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Deponia. Tschüss.